Hallo und herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. In dem heutigen Video geht es um das hübsche Plakat rechts neben mir. Nein, natürlich nicht, schlechter Scherz am Rande. Es geht um das Thema Eigentümerversammlung. Und zwar Eigentümerversammlung, die Showbühne für jedermann, was damit gemeint ist. Ja, ihr dürft gespannt sein, mehr dazu nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen beim Immobilientagebuch. Mein Name ist Jacqueline Hartmann. Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, habe ich noch zwei Punkte vorweg. Erstens, ich wünsche allen Zusehenden, ich hoffe, ich habe es richtig gegendert, ein gesundes, neues und erfolgreiches Jahr damit verbunden. Der zweite Punkt, beziehungsweise einfach ein kleiner Wunsch, dass ich auch sehe, dass sich mein Kanal entwickelt und ich euch quasi mit neuen Videos beglücken kann, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Glöckchen drückt, weil zum einen sehe ich dann damit, dass mein Kanal auch weiter vorankommt oder ihr sorgt dafür, dass mein Kanal weiter vorankommt und ihr dann eben auch sofort informiert werdet, wenn es auf meinem Kanal ein neues Video gibt. Also wirklich dann eben Daumen hoch, Glöckchen drücken, meinen Kanal abonnieren. Mit diesen drei Dingen würdet ihr möglichst sehr helfen, dass eben auch mein Kanal so Stück für Stück wächst. Und so wie ich so die ersten Reaktionen bekommen habe, scheint auch bei den ein oder anderen meinen Videos auch mit den unterschiedlichen Themen voranzukommen. Also das wäre mein Wunsch fürs neue Jahr an euch. Ich habe wirklich jetzt vor, regelmäßig neue Videos im Bereich, im Immobilienbereich natürlich Videos zu bringen. Also seid gespannt. So, nun zum eigentlichen Thema. Ja, die Eigentümerversammlung als Showbühne für jedermann. Vielleicht muss ich eingangs noch ein paar Dinge vorweg schicken. Ich bin WEG-Verwalterin. Das bedeutet, ja, lang ausgesprochen Wohnungseigentumsverwalterin. Das bedeutet, ich verwalte überwiegend in meinem Verwaltungsbestand Eigentümergemeinschaften. Das sind eben Mehrfamilienhäuser, die in Eigentumswohnungen aufgeteilt sind. Das heißt, wenn ihr eine Wohnung kauft, dann seid ihr eben Teil einer Eigentümergemeinschaft und so eine Eigentümergemeinschaft wird in der Regel durch eine WEG-Verwaltung verwaltet. Da geht es eben darum, dass ja, die Bewirtschaftung des Gebäudes sichergestellt ist, eben ja, sämtliche Zahlungsflüsse und so weiter. Also Aufgabe ist eben sehr plastisch gesprochen die kaufmännische und technische Verwaltung. Ja, wie gesagt, wir kümmern uns um die Bewirtschaftung, um die Immobilie. Das ist eigentlich so spröde sich das jetzt anhört, eigentlich so die Kernaufgabe eines sogenannten WEG-Verwalters. Und der überwiegende Teil der Objekte, die ich verwalte, sind eben sogenannte Eigentümergemeinschaften. So. Und da kommen wir jetzt auch dann schon zum Thema, denn bei so einer Eigentümergemeinschaft findet dann eben mindestens einmal im Jahr eine Eigentümerversammlung statt. So, die Eigentümerversammlung ist eben, ja, gibt es verschiedene Themen, die dort besprochen werden. Zum einen ist es eben der Rechenschaftsbericht von mir als Verwaltung, wo ich dann eben vortrage, was ist in dem Jahr passiert, dass man einfach die Eigentümer dort auch informiert. Wo stehen wir mit der Immobilie wirtschaftlich und technisch? Und dann ein anderer Punkt ist eben, dass auf so einer Eigentümerversammlung Beschlüsse gefasst werden. Also das heißt, es wird über gewisse Themen wird abgestimmt. Als WEG-Verwaltung erstellen wir Jahresabrechnungen, wir erstellen Wirtschaftspläne. Ich will euch damit gar nicht mit den Fachbegriffen langweilen. Nur so, also in der Abrechnung rechnen wir das abgelaufene Kalenderjahr ab. Im Wirtschaftsplan machen wir eine wirtschaftliche Vorausschau, was steht an. Unter anderem wird dann eben auch auf so einer Eigentümerversammlung beschlossen, was wir eventuell an Baumaßnahmen geplant. Also soll das Haus verschönert werden, muss was gemacht werden, Dachsanierung, Treppen ausstreichen. Was auch immer, also es gibt vielfältige Themen, die man auf so einer Eigentümerversammlung bespricht.
So weit, so gut, ne? Das hört sich jetzt alles spröde an, aber so eine Eigentümerversammlung ist eben noch viel mehr, weil wir eben als WEG-Verwaltung logischerweise mit Menschen zu tun haben, die so eine Wohnung besitzen. Menschen haben unterschiedliche Charaktere und dann eben diese unterschiedlichen Charaktere kommen dann eben alle auf so eine Eigentümerversammlung zusammen. Es gibt welche, die interessiert so eine Eigentümerversammlung nicht, die sagen dann, ach, warum soll ich da hingehen, warum soll ich mir das antun, ist ja eh alles langweilig und so weiter. Also ich kann aber auch vielleicht nur, bevor ich vorweg schicke, wenn ihr dort Eigentum habt, ne, wie heißt das so schön, Eigentum verpflichtet, nehmt daran teil, weil es geht letztendlich um euer Eigentum und nur in der Eigentümerversammlung kann man auch mitentscheiden, wohin die Reise geht mit der eigenen Immobilie. Na, aber das nur so am Rande. Aber ansonsten, und jetzt kommt der spannende und lustige Teil, ist so eine Eigentümerversammlung auch die perfekte Showbühne für jedermann. Ja, ich will nicht sagen Laiendarsteller, aber da treffen eben auch Emotionen aufeinander. Da wird diskutiert, sachlich, emotional, wild durcheinander. Und ich muss wirklich sagen, jetzt auch in diesen Zeiten, wo wir eh alle schon ziemlich angespannt sind, durch die Pandemie, durch die Ukraine-Krise, man merkt wirklich auch, dass die Nerven bei vielen Leuten einfach blank liegen. Ja, und nicht nur, dass ich das im alltäglichen Geschäftsverkehr merke. Das heißt, wie man dann auch mit uns dann, also das vieles prallt auch bei uns Verwaltern, 1:1 prallt bei uns auf und ich will nicht sagen, wir bekommen es ab, aber wir müssen halt damit umgehen. Und gerade auch in so einer Eigentümerversammlung, ich meine, es gab, war schon immer eine Showbühne für jeden, aber auch alleine das, was ich im letzten 2022 erlebt habe, an Emotionen auf so einer Eigentümerversammlung, Wahnsinn. Leider mehr negativ, also wo man so sagt, also wo ich mich da auch gefragt habe, was ist eigentlich mit der Menschheit los? Aber wie gesagt, ne, also Eigentümerversammlung mindestens einmal im Jahr. So eine Eigentümerversammlung wird dann eben auch von uns als Verwaltung einberufen. Wir laden alle Eigentümer ein. Ich leite dann auch in der Regel so eine Eigentümerversammlung und ja, die Eigentümer können dann eben auch ihre Dinge dann dazu tun und, also was heißt dazu tun, sie können Themen ansprechen und wir beschließen, diskutieren und so weiter. Da vielleicht auch vorweg diskutieren, alles gut, dazu ist das auch da, aber eben auch immer die Diskussion bitte im normalen, vernünftigen Rahmen, einfach so, dass man sagt, wir gehen jetzt hier vernünftig miteinander um. Aber das fällt manchmal, besonders im vergangenen Jahr, 2022, habe ich so den Eindruck, immer schwerer. Ja, also besonders, ich habe mir mal erlaubt, zwei Typen von Menschen dort zu benennen. Bitte seht es mir nach, aber ich habe jetzt einfach mal zwei Kategorien festgelegt. Ja, das ist einmal der Besserwisser und es ist zum einen der Störenfried, die dann eben auch wirklich zu einer Eigentümerversammlung immer wieder zum Erlebnis machen. In negativer wie positiver Hinsicht. Ja, also fangen wir vielleicht einfach mal an mit dem Besserwisser. Der Besserwisser ist, ja, wie es der Name schon sagt, einer, der es dann immer besser weiß. Ja, also erstmal sind das dann Leute, die dann eben erstmal immer kritisieren, die natürlich immer den günstigeren und besseren Handwerker in petto haben. Wenn du dann aber sagst, ja, dann empfehl mir doch mal einen, dann kommt dann meistens nicht viel, ne? Oder beteilige dich doch daran, ne? Dass du dann eben auch mit bei so einer Eigentümergemeinschaft, grundsätzlich kann sich jeder Eigentümer oder empfehle ich auch, sich mit zu engagieren. In der Regel besteht eben auch so eine, ja, wir sind einerseits die WEG-Verwaltung, auf der anderen Seite haben wir meistens in der Regel noch einen sogenannten Verwaltungsbeirat. Dieser Verwaltungsbeirat besteht eben aus Eigentümern, die sich engagieren und dann eben so, ich nenne es immer das Sprachrohr der Eigentümergemeinschaft darstellen und dann eben idealerweise mit der Verwaltung und Verwaltungsbeirat dann eben Dinge abstimmen, organisieren und dann eben auch, ja,
dass eben so eine Sache dann auch läuft. Ja, aber zurück zum Besserwisser. Auch da habe ich schon unterschiedliche Menschen kennengelernt, die mir sagen, ja, Typen kann man das sagen, weiß ich nicht. Na, insbesondere fällt mir ein Eigentümer ein, der mir jedes Mal erzählt, also kann ich, also wirklich auf jeder Versammlung, ja, und man muss sparen, 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 sparen. Die erste Frage ist dann auch, ja, kostet das jetzt hier was, dass wir jetzt hier an der Versammlung teilnehmen? War jetzt auch zum Beispiel in Pandemiezeiten, war es eben so, dass jetzt in meinem eigenen Versammlungsraum eben nicht so viel Platz war. Das heißt, ich habe einen Raum gemietet, um eben Abstandsregeln einhalten zu können. Ja, dann musste ich mir anhören, ja, viel zu teuer und wieso macht man denn das? Naja, weil es eben die damaligen Verordnungen so vorgeschrieben haben. Aber dann eben, er wusste es dann halt eben besser, das hätte man anders lösen können und so weiter und so fort. Ne? Also das, aber wobei mit dem Besserwisser, denn mit den Leuten kann man umgehen. Also solche Leute sind handhabbar. Manche wollen dann halt einfach nur vom Stapel lassen, wie man so schön sagt, und dann ist das auch erledigt. Viel schlimmer finde ich dann die Störenfriede. Ja, das sind eben Leute, wie man so schön sagt, ne, die dann eben auch so eine Versammlung dann auch ihre Aufgabe darin zu sehen, ja, so eine Versammlung zu stören im erheblichen Maße. Also gerade auch da fällt mir jemand ein. Ich muss auch sagen, ich habe die Eigentümergemeinschaft jetzt zum Jahreswechsel abgegeben, weil es einfach nicht mehr ging, weil eben auch dieser besagte Eigentümer wirklich in jeder Hinsicht gestört hat, nicht nur auf der Eigentümerversammlung mich wirklich dann auch terrorisiert hat und so weiter. Also wo man auch wirklich sagen muss, ging einfach nicht mehr. Da fällt mir eine Versammlung mit ihm ein, es ist dann so eskaliert, dass ich den habe mit der Polizei rausholen lassen, weil es einfach nicht mehr ging. Ja, dann auf der letzten Versammlung, die ich dann noch durchgeführt hatte im vergangenen Jahr mit der Eigentümergemeinschaft, ja, ätzend, mega ätzend, stürmte rein, kröte rum, ja, und sie haben mir gar nichts zu sagen und ätzend, naja. Ja, die Störenfriede. Dann fällt mir noch eine Versammlung ein, die ich dann auch im letzten Jahr dann, ich glaube, das war Ende November, die ich dort abgehalten habe, da ist es richtig eskaliert, ja. Mittlerweile ist es ja auch so, dass Versammlungen digital abgehalten werden können. Im Hintergrund seht ihr ja, da habe ich einen großen Bildschirmfernseher stehen mit einem Videokonferenzsystem, wo ich dann eben auch digitale Eigentümerversammlungen abhalten kann. Und das war eben so eine genannte Hybridversammlung. Hybrid bedeutet eben, es war ein Teil der Eigentümer war hier anwesend und der andere Teil der Eigentümer war zugeschaltet. So, Versammlung durchgeführt, war wirklich auch eine hitzige Debatte. Und man muss auch dazu sagen, je schwieriger so eine Gemeinschaft ist, es gibt Eigentümergemeinschaften, läuft alles super, alles harmonisch. Ne, aber bei manchen Eigentümergemeinschaften wirklich sehr schwierig. Manchmal hat man eben dort auch, wo dann sich unterschiedliche Lager dann bilden, wo dann unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Meinungen dann eben aufeinandertreffen, eben insbesondere dann auf so einer Eigentümerversammlung. Und dann geht das richtig los, dann wird diskutiert und so weiter und so fort. Ne? Also im Idealfall behacken die sich gegenseitig. Im schlimmsten Fall muss der Verwalter dann auch, dann geht es auf dem los. Ne? Und dann hier in der besagten schwierigen Konstellation war es eben so, da hatten wir auch zwei Lager gehabt, die dann ja miteinander da ins Wortgefecht, also gerade es war so, hier in diesem Raum saßen dann, saß dann auch hier und dann eben wirklich keinen halben Meter mehr, neben mir saßen dann die zwei Eigentümer, die dann auf einmal, da ging es dann wirklich um eine Diskussion und dann eben um eine hitzige Debatte und dann hatten andere Eigentümer was gesagt gegen den anderen Miteigentümer und der anwesende Eigentümer hatte dann immer so die Angewohnheit gehabt zu klatschen. Der hatte dann immer diesen hier gemacht und es hat dann den anderen Eigentümer so genervt, dass er einfach sagte, sag mal, kannst du jetzt einfach damit mal aufhören? Und dann machte er dann immer noch so. Und dann wurde dann der andere immer fuchsiger und dann, jetzt halt doch einfach mal die Klappe und deine ganze Art hier und so weiter. Und dann
dann entwickelte das so eine Eigendynamik, also wirklich Kindergarten. Und dann fing dann, wie gesagt, der klatschende Eigentümer an, zu dem anderen Eigentümer den hier zu machen. Ja, also das ist schon in gewissen Kreisen als der Running Gag geworden. Also weil ich das halt mal schon erzählt habe, berichtet habe. Also dann ging das die ganze Zeit so hier. Ich dachte, ach du meine Güte. Und dann ist da, das hat den anderen dann so getriggert, dass er dann völlig ausgeflippt ist. Wer bist du überhaupt? Und dann war das wirklich kurz davor, dass das körperlich ist. Dann sagte dann der zum anderen, jetzt lass uns hier rausgehen vor die Türe und dann, ne, wir machen das auch alles ohne Polizei. Und dann wollten die sich wirklich dann gegenseitig hier eins in die Fresse hauen. Muss man dazu sagen, zwei erwachsene Männer, Familienväter, die dann wirklich wie die kleinen Kinder auf sich aufeinander losgehen wollten, wo ich dachte, sag mal, was ist denn das hier? Also ist das, und wie gesagt, ne, Showbühne, die zwei hier sich am Behacken, kurz davor sich an die Google zu springen, und die anderen durften dann hier schön zugeschaltet, das waren dann 30 zugeschaltete Eigentümer, durften das dann live und in Farbe via Zoom-Meeting dann alles live verfolgen. Also jetzt kann ich lachen, aber also das war echt, das hing mir dann echt noch ein bisschen nach, ne? Und wie, ja, wie konnte ich es lösen? Ich habe dann, bin richtig laut geworden, habe dann gebrüllt, was selten vorkommt, um die ich will nicht sagen, Kampfhähne, Streithähne da wieder irgendwo auf den Teppich zu bringen. Und habe dann auch gesagt zu denen, also ich will sowas nie wieder erleben, weil das ist keine Form des Umgangs und schon mal gar nicht, es bringt ja auch keinen weiter, so miteinander umzugehen. Ne? Und ja, also das war so fast, würde ich sagen, das Highlight bei so einer Eigentümerversammlung im vergangenen Jahr. Und ja, also das mal so als kleine Episode aus dem Thema, ja, Eigentümerversammlung. Immer wieder witzig, immer wieder lustig. Idealerweise, wie gesagt, läuft, also es ist jetzt nicht die Regel, in der Regel läuft so eine Versammlung auch friedlich ab. Aber du merkst wirklich eben auch bei so einer Versammlung, ja, weil das, ja, das ist halt ein Volkesnähe, ne? Dann, wo du alles eins zu eins dann mitbekommst. So. Ich denke mal, wenn ich wieder so eine spannende Story zu erzählen habe, kann ich ja da gerne noch mal ein Video drüber machen. Das soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Ich freue mich dann aufs nächste Mal, wenn ihr dann wieder, ja, beim nächsten Video zuschaut, und verabschiede mich für heute und ja, bis bald.